So, liebe Freunde, eine Runde Stadtruinen war uns noch nicht genug. Es geht nochmal weiter. Es geht nochmal zurück in die Stadtruinen. Es geht nochmal zurück genau dorthin, wo wir in der letzten Runde gekämpft haben. Und ich bin schon mal gespannt, wie sieht's denn aus? Wo ist der Thüringer? Wo sind wir? Sind wir vielleicht mal in einem Team? Das wäre ja mal was, oder? Jetzt haben wir uns 3 Folgen lang bekriegt und werden das die 4. auch noch tun. Na gut. So, hallo Schnucki. Jetzt geht's los. Mal gucken, ob wir wieder aufräumen können. Wir haben Nein! Beendet das Spiel. Okay. Das heißt noch nix. Wird einfach nur ein... Oh, bitte nicht das Überschwemmen. Nein! Das ist Scheißkarte. Oh Gott. Fangen wir nochmal an. Liebe Freunde, herzlich willkommen und herzlich willkommen, ich kann gar nicht mehr reden, weil das überschwemmte Dorf dran ist und diese Karte mag ich gar nicht, zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite 5 im Multiplayer-Modus. Gucken wir mal, wir waren gerade eben nochmal in den Stadtruinen, das Ganze hat nicht funktioniert, jetzt bin ich aber nochmal gespannt, wo der Thüringer ist, auf unserer Seite oder bei den Gegnern? Natürlich bei den Gegnern. Natürlich bei den Gegnern. Und diese Karte... kenne ich noch nicht unbedingt. Diese Karte ist nicht unbedingt eine meiner Lieblingskarten. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe ein bisschen Bammel. Dass wir möglicherweise hier wieder zugrunde gehen. Das war nämlich damals die Karte, die uns in den Erdboden gestampft hat. Mal gucken, ob wir das Ganze jetzt hier verbessern können. Schauen wir mal. Der Thüringer ist weiterhin da. Giancarlo genauso, Lupin, die kennen wir alle noch, Juremos, die kennen wir alle noch von der letzten Runde, tralala, auch alle noch im gleichen Team. Was wird das gerade, eine Ratte? Ich bin gespannt, diese Karte ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Erstens, weil wir da jetzt, glaube ich, 2-mal gespielt haben, in einer Runde war gar nichts los. Das war so eine Einschlafrunde damals. Mal gucken, ob es heute abgehen wird oder nicht. Letzte Runde haben wir auf jeden Fall aufgeräumt. Das kann ich schon mal sagen. So eine gute Runde hatten wir noch nie. 18 zu 10. Bester Spieler überhaupt in der Runde. Das hat mir gefallen. Oh, wollte gerade sagen, da steht jemand. Puh, ich sehe ja nicht mal wen. Damit fängt es ja schon mal an. Ich sehe nicht mal irgendjemanden. Wo sollen wir denn suchen? Wo sind wir und wo sind die anderen? Die werden wohl irgendwo da hinten sein. Gleise im Süden, Eisenbahn und so weiter und so fort. Ich denke mal, die werden eher dort hocken. Weil wir sind ja hier unten... sollte ich nicht im offenen Feld stehen bleiben. Wir sind ja hier unten verstreut. Gutshaus, Weiden, Wald, Hügel mit Ausblick, das gehört uns. Und irgendwo zwischendrin bin ich. Aber wo ist der Rest? Wo ist der Thüringer? Wo ist Lupin? Wo ist Juremost? Wo ist Tralala? Ich habe alle mal auf meinem Radar. Oh. Aber wo sind sie? Vielleicht da oben? Nichts bewegt sich. Absolut ruhig. Und wir sind weit hinter feindlichen Linien. Guckt das mal an auf der Karte. Da sind alle anderen und wir sind hier. Also die müssen hier irgendwo sein. Nur ich sehe nicht mal wen. Also auf dieser Karte ist wirklich nicht so viel Action. Kann man nicht vergleichen mit den Stadtruinen von der letzten Folge. Hier ist nicht so viel Action. Da geht das Ganze wirklich ruhig zu. Aber man hat halt auch irrsinnig viele Versteckmöglichkeiten. Ah. War da nicht gerade einer? Oh ja. So, und jetzt haben wir uns aber bemerkbar gemacht. So, der ist weg. Jetzt haben wir uns bemerkbar gemacht. Weit ist der Schuss, gerade mal 46 Meter. Da sieht man schon. Die besten Kills, die kommen erst. Bild ich meine, dass ich da oben gerade irgendwen gesehen habe in der Ferne? Oder war das nur irgendein Wackeln von den Bäumen? Ich habe keinen Plan. Na gut, gehen wir mal ein Stückchen weiter nach oben. Ich versuche mal irgendwie zur Eisenbahn zu kommen. Ich habe nämlich das Gefühl, dort sind die. Weil viele andere Möglichkeiten gibt es ja nicht. Impressive shot.
Keep at it. Ja, aber jetzt red doch nicht so laut hier. Wir sind mitten im Feindgebiet. Könnte hier natürlich auch jemand sein, aber ich weiß nicht. Ich versuche mein Glück mal lieber da hinten. Schauen wir mal. Und wir sind wirklich weit entfernt von allen anderen. Irgendwo da hinten ist noch einer. Gibt's hier eigentlich mittlerweile? Nee. Ah. Ah, da ist ja tatsächlich einer bei uns. Guck mal. Ah, wir sind wieder im Rennen. Guck mal, Abstimmung für Muckimuck. Sehr schön. Es geht wieder los. Wir haben gerade mal 2 Kills und es geht schon wieder los. Abstimmung für Muckimuck. Na komm, haut 10 raus. Ah, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Na komm, schreib schon hin. Muckimuck wurde nicht rausgeworfen. Gerufen vor allem. Der kämpft noch. Der hat noch was vor, die Runde hier. Unglaublich. Da killst du einmal den Falschen und schon. Na, Abstimmung. Das ist sicher ein Hacker. Komm, Abstimmung. Aber wer, das wäre andersrum. Stell dir mal vor, das würden wir bei dem machen. Dass wir da einfach sagen, oh, der hat mich jetzt gekillt, jetzt muss ich aber eine Abstimmung starten, weil den will ich gar nicht haben. Hat ja eh keinen Sinn. Ich bin noch nie durch eine Abstimmung rausgeflogen. Wir sind rausgeflogen aus dem Server, aber das war keine Abstimmung. Das ist einfach so passiert. So, und jetzt sind mir hier schon wieder deutlich zu viele Leute unterwegs. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte hier alleine aufräumen. Mit meiner schallgedämpften Pistole. Das wäre ja irrsinnig geil gewesen. Plötzlich sind 3 neben uns. So, schauen wir mal. Ja, Joremost ist hier. Ja, komm. Such dir die richtige Stelle aus. Und dann hab ich dich. Die sucht er sich jetzt nicht aus. Ist auch blöd, weil wir da nur so seitlich reinschauen können. Gut, jetzt hat ihn jemand. Okay. Auch in Ordnung. Der trotzig aber auch was, der Onkel Otto. Ich meine, da vorne könnte ja überall jemand stehen, theoretisch. Sieh mal da drüben. Ich schau mal lieber geradeaus. Ja, siehst du? So viel dazu. Ach, das war ja wieder der Joremus. Na, guck mal. Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, wir sollten uns hier hinlegen. Oh, je. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon, wer da vorne auf uns wartet. Ich sehe schon, wer da vorne ist. Der Thüringer ist unterwegs. Und hat uns. Natürlich hat er uns. Der Thüringer. Ah. Aber das ist nicht der Thüringer. Zeigt sich der nochmal? Ich würde gerne wieder da nach oben. Das war sehr spannend gerade. Und der Thüringer ist ja sowieso mein Rivale. Seit Runden mittlerweile. Wir machen das nochmal. Ich habe natürlich jetzt noch ein bisschen dieses Haus da im Blick, weil da könnte sich theoretisch auch noch einer rumtreiben. Hoppla. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt wirklich jemand ist. Ich sehe jetzt keinen. Aber da vorne. Da vorne. Thüringer, ich hab dich schon gesehen. Ich weiß, wo ich hingucken muss. Ich weiß, wo ich hingucken muss. Keine Angst, mein Lieber. Oh. Aber die anderen wissen es leider auch. Juremost. Treibt sich auch noch am Bahnhof rum. Ja, 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 ja. So, na, wenn es so nicht geht. Ui, weitester Schuss. Schwalbe. Guck mal einer an. Über 400 Meter. 426. Krass.
Wenn es so nicht geht über den Bahnhof, dann räumen wir das Ganze vielleicht mal von der anderen Seite auf und versuchen es hier. Wie schaut's denn aus derzeit? 4 zu 2? Was war das jetzt? Aha. Wir sind hier nicht allein. So. Jetzt schon. Oh, oder auch nicht ganz, weil da noch eine Mine lag. Okay, das kam von ihm. Na gut, wir sind aber wieder da. Da ist nichts verloren. Schauen wir mal. Wir räumen mal von hier auf. Warum auch nicht? Wir sind da eigentlich eh meistens nur auf diese Seite verstreut. Die anderen warten da drüben auf uns. Versuchen wir mal, ob wir hier was erreichen können. Da haben wir vielleicht ein paar mehr Deckungsmöglichkeiten als direkt dort neben dem Zug. Sieh mal da drüben, sieh mal da drüben. Nee. Wo ist der Thüringer? Sehe ich nicht von dem Standort aus hier. Schaut ruhig aus. Viel zu ruhig, für das, dass der Server eigentlich ganz schön voll ist. Ich sehe keinen Thüringer. Gut, der wird sich wahrscheinlich schon wieder da drüben rumtreiben, kann ich mir vorstellen. Ich sehe keinen Thüringer, ich sehe niemanden sich irgendwie hier bewegen, aber wir haben ein großes Feld vor uns, das ist nichts Gutes. Und vielleicht sollten wir das Ganze auch eher anders angehen, dass wir vielleicht ein bisschen eher hier hingehen. Und dann irgendwie schauen, dass wir da so über die Felder oder sowas, über die Häuser irgendwie da runterkommen. Zum Bahnhof. Ach guck mal, da ist sogar einer von uns. Das hilft, glaube ich, niemanden, wenn wir da jetzt einfach querfeld einlaufen. Gut, das ist auch eine ziemlich doofe Position hier gerade. Wenn uns da irgendjemand sieht, sind wir am Arsch. Aber scheint keiner da zu sein. Hä? Okay, das ist niemand. Nope. Ich mag diese Position nicht. Oh, guck mal, Tralala ist da. War da. Weg ist er. Und mittlerweile sind wir am Bahnhof. Das kann nichts Gutes heißen. Das ist der Thüringer ist nicht mehr hier. Hat er den Server verlassen? Nee, der ist noch da. Der ist noch da. Und das ist er tatsächlich noch. Da oben ist nämlich der Onkel Otto gerade umgekippt. Nun werden wir beschossen von der genau anderen Seite. Nämlich von hier. Schauen wir mal. Sieh mal, ich sehe nichts. Viel zu ruhig. Kommen wir hier raus? Leider nicht. Gut, versuchen wir mal den Bahnhof da oben irgendwie sicher zu machen. Oh, guck mal, da steht sogar einer. Der Thüringer vielleicht? Sag bloß. Giancarlo war da. Aber der war schon da. Den haben wir ja nicht wieder jetzt erledigt. Das war ja ein anderer.
Sollten wir mal ganz kurz gucken, ob da eh keiner mehr ist? Nee, scheint leer zu sein. So. Und dann können wir ja mal schauen, wie sie aussieht. Ob wir vielleicht von hier ein paar mehr Möglichkeiten haben, jemanden zu treffen. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist hier noch einer. Ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch einer. Weißt du, was ich mal machen werde? Ah! Wieso habe ich nur das Gefühl gehabt, dass da irgendwo jemand ist und plötzlich schaut der Thüringer um die Ecke? Ja. Habe ich's geahnt oder habe ich's geahnt? Freunde, die Mine wurde wahrscheinlich jetzt nicht mehr platziert, leider Gottes. Da hätte er noch urgut reinlaufen können. Ja, dafür ist eine andere Mine hochgegangen vom Onkel Otto. Schade. Habe ich doch gedacht, irgendwie habe ich jetzt doch das Gefühl gehabt, da ist doch jemand. Irgendwie höre ich was. Ich wusste nicht, sind das unsere Geräusche oder ist da tatsächlich noch jemand? Aber natürlich treibt sich der Thüringer noch rum. Eh klar. Aber komm. So schnell gebe ich nicht auf. Wo ist er? Weiß nicht, auf was die da warten. Die können ja ruhig mal ein bisschen vorgehen. Ist ja eh nur einer. Und da haben wir ihn auch schon. Tschüssi, mein lieber Thüringer, das soll's mit dir gewesen sein. So, und jetzt hoffe ich nur, dass da nicht noch einer steht. Huhuhuhu. Ach Gott, das ist eine Scheißstrecke hier, Freunde. Wir hätten runterspringen können, aber ich mach das jetzt nicht. Oh Gott, hinter uns ist einer. Und da kommt der Nächste. So, und den holen wir es auch nochmal. Jure Moss nämlich. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen was erledigt hier. Am Bahnhof. Ich glaube, darauf kann man schon stolz sein. Na komm, wann kommt die Abstimmung? Muckimuck, Rauswurf. Ich glaube, jetzt wird es Zeit langsam, oder? Wir haben 3 Leute gekillt. Vorher war es schon bei 2 so. Oder vielleicht liegt's ja da, kommt's ja darauf an, wen wir killen. Keine Abstimmung diesmal. Schade. 9-3, das ist gut. Wenigstens ein bisschen Action auf der Karte, Gott sei Dank. Weil letztes Mal sind wir ja da eingeschlafen, tatsächlich. Da war ja überhaupt nichts los. So, schauen wir mal, wo sind die? Hergekommen können sie ja noch nicht sein. Das hätten wir gesehen. Ist da unten einer oder träume ich? Nee. Aber dass der Thüringer so versessen ist auf dem Bahnhof. Gut, ich bin natürlich auch da. Aber ich bin genau deswegen da, weil ich weiß, dass die anderen auch kommen. Na, wobei jetzt glaube ich nicht mehr, dass sie kommen werden. Sind die noch da? Thüringer und Jure Most. Alles noch da. Tralala ist auch noch hier. Jedes Mal, wenn irgendwas in der Ferne flunkert, denke ich, oh, da ist gleich was. Aber manchmal sind es einfach nur irgendwelche, entweder Grafikbugs oder irgendwas halt, was sich dort bewegt in der Nähe. Gut, wir haben noch 1 Minute. Ich will jetzt gar nicht mehr irgendwo großartig hingehen. Wir warten hier einfach mal. Vielleicht kommt noch mehr, ansonsten kommt halt niemand mehr. Die Minute harren wir nochmal aus. Aber man sieht zumindest, die letzten Runden sind immer zuerst die Kills.
auf 50 gewesen. Also quasi die Kills haben die Runde beendet. Wir mussten nie auf die 20 Minuten warten. Hier ist es anders. Da fehlen uns noch gute 10 bis zum Schluss. So, ich glaube aber, da kommt tatsächlich keiner mehr. Der Thüringer hat es wohl aufgegeben, den Bahnhof. Ja gut, mittlerweile haben wir hier den Bahnhof unter Kontrolle. Beim zerstörten Gebäude ist irgendjemand und wahrscheinlich eher hier. Damals genau die Seiten gewechselt, so wie es aussieht. Nee, keiner da. Na gut, die letzten 20 Sekunden noch. Und dann haben wir zumindest auch diese Runde beendet. Und zwar sehr positiv. Leider ohne den Thüringer nochmal Bye-Bye sagen zu können, denn ich denke mal, das wird die letzte Runde für diesen Stream gewesen sein. Ja, ich glaube, da kommt keine mehr. 3 Sekunden, immerhin, wir haben die Runde gewonnen. Das ist schon mal klar, ein Sieg in unserer Tasche, Gott sei Dank. Und den Thüringer haben wir auch ein paar Mal getroffen. Wir sind mit der Silbermedaille ausgezeichnet worden. Auf Tuchfühlung sind wir 9:3 von der KD. Das ist, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier ausgestattet wurden. Mit Punkten, mit Bändern und so weiter und so fort. Gucken wir mal, wie viele Punkte wir noch brauchen für unseren nächsten Rang. Kurzreichweitenkills haben wir 5 Stück und brauchen auch nur noch 1020 Punkte auf den nächsten Rang, auf Technical Sergeant Mark II, auf den 13. Rang. Na, gucken wir mal, das werden wir definitiv erreichen in der nächsten Runde dann.